Spielgewinn für Gabi Sabatini. Zu einer 3:1 Führung hier in Satz Nummer 2. Ball kam da kaum mehr hoch. Auf der Seite von Steffi Graf war schwer zu spielen. Ja, wieder läuft da direkt im Blickfeld von Steffi Graf jemand an der Reihe entlang. Das ist natürlich unangenehm. Auch wenn es hier um nichts geht, stört einfach. Nächsten Spielbälle für Gabriela Sabatini. Ja, ein Doppelfehler. Ball wird ausgegeben. Und damit 4:1 Führung von Sabatini hier im zweiten Satz. Tja, im Augenblick sieht es so aus, als sollte Steffi Graf hier diesen zweiten Satz abgeben müssen. Die Gräfin, die ja 88 den Grand Slam gewann, also alle vier großen Turniere. Ich glaube bei den Australian Open, Chris Evert. Im Finale dann das Desaster für Natascha Zvereva bei dem French Open 0-6-0-6 im Endspiel beim Start Roland Garros Turnier. Wimbledon der Sieg über Navratilova und bei den US Open schlug sie ihre heutige Gegnerin Gabriela Sabatini. Haben wir übrigens neben Steffi Graf nur zwei weitere Damen geschafft, alle vier Grand Slams zu gewinnen. Das waren Maureen Connolly und Margaret Court. Jetzt drückt sie ein bisschen mehr auf Tempo, Steffi Graf. Beschleunigt vor allem mit der Vorhand. Thank you.
Also, zweites Spielgewinn von Steffi Graf. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, wenn sie will, dann legt sie ein bisschen zu und ist dann natürlich auch dominant in dieser Partie. Würde einen ja auch wundern, wenn es anders wäre. Steffi regelmäßig im Training. Und Sabatini, ich habe es eingangs gesagt, hat eigentlich kaum mehr gespielt in den letzten Jahren. Mit Ausnahme von ein, zwei Exhibition-Matches. Aber, und das finde ich sehr erfreulich, sie engagiert sich für den Nachwuchs in ihrem Land, unterstützt die Kinder, die vor allem aus sozial schwächeren Schichten kommen, damit ihnen der Einstieg in den Tennissport überhaupt ermöglicht wird. Da sieht man nochmal Katharina Witt, die das genießt hier in der Max-Schmeling-Halle. Diesen Evergreen zwischen den beiden großen Damen des Tennissports. Vergleichbar, als würden wir hier und heute Boris Becker und Stefan Edberg sehen. Die beiden haben sich ja auch so oft und so zäh duelliert. Steffi verkürzt auf 3-4 im zweiten. Wir erwarten den Aufschlag von Gabriela Sabatini. Achtes Spiel, zweiter Satz. An die Steffi, wie in alten Zeiten, immer wieder ihre Rückhand umlaufend, um mit der Vorhand zuzupacken, das Spiel zu diktieren. Es hat sich nichts, aber auch gar nichts geändert. Warum auch? Chili, Innenminister, wird auch noch eine Rede halten am heutigen Tag, wird eine Laudatio werden, logischerweise auf Steffi Graf. Oh, klasse Slice, gut genommen von Steffi Graf. Und da gibt es auch Applaus von Gabriela Sabatini. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, die beiden haben sich immer gut verstanden in all den Jahren. Auch wenn die Rivalität natürlich groß war auf der Tour. Aber man hat sich gegenseitig respektiert und auch gemocht. Ich hatte es zuvor auch schon mal gesagt, die beiden haben ja viele, viele Doppel gemeinsam gespielt. Und da braucht man natürlich eine entsprechende Chemie, sonst kann das ja nicht gut gehen. Also, Ausgleich zum 4:4 durch Steffi Graf, die ja alle möglichen Verletzungen
schon hinnehmen musste in ihrer Karriere. Da gab es zum Beispiel eine Operation am linken Knie Mitte Juni 97. 8 Monate musste sie pausieren, kam dann zurück beim Turnier in Hannover im Februar des darauffolgenden Jahres, verlor gegen Sabine Appelmanns und musste wenig später dann schon wieder den Schläger in die Ecke stellen, weil sie sich beim Training den Knöchel verletzte, kam kaum zum Spielen. Es fehlten natürlich Punkte für die Weltrangliste und so war sie für einige Zeit überhaupt nicht mehr im Ranking zu finden. Ein bisschen zu lang, diese Rückhand von Gabi Sabatini. 5-4 Führung von Steffi jetzt im zweiten Satz. Es sah eine Zeit lang so aus, als sollte die Partie möglicherweise einen dritten Satz finden. Aber dann hat Steffi doch das Tempo ein bisschen angezogen. Wurde es ein bisschen zu schnell für Gabriela Sabatini. Und die serviert nun gegen den Matchverlust. Das ist schön gerettet, die Steffi Graf. Aus der Umklammerung, da war unangenehm, dieser Topspin-Ball von Sabatini. Und die Rückhand, wunderschön, solide platziert. Technisch hat sie nach wie vor nichts verlernt, die Gabriela Sabatini. Natürlich, das Spiel ist viel langsamer geworden, aber es kann sich nach wie vor sehen lassen. Ja, so darf man natürlich gegen Steffi nicht angreifen. Ausgleich. 5-5.
Der ist gut. Und da freut sie sich, die Steffi. Hat da selbst ein bisschen Zweifel gehabt, ob der noch im Feld war, aber weder der Linienrichter noch der Mann dort oben auf dem Stuhl hatten da Einwände. Dachte ich und dachte wohl auch Sabatini, aber Ball wird ausgegeben. Da hat es die Linienrichterin nicht gut gemeint mit der Argentinierin. Der war jetzt wirklich daneben und damit 6-5 Führung der Gräfin. So, sind wir gespannt, ob sich Gabriela Sabatini nochmal wehrt hier bei diesem Showmatch. 1-6, 5-6 liegt sie zurück und serviert. Decke, Steffi will es jetzt wissen, wie dieses Match beenden. War ja im Oktober 82 mit 13 Jahren und 4 Monaten die jüngste Spielerin aller Zeiten, die Tennisprofi wurde. Tracy Austin war damals die Gegnerin, als Steffi in Filderstadt 82 ihr erstes Profi-Match bestritt. Und Austin sagte mal rückblickend, sie war damals so ein schmächtiges Mädchen, hatte aber eine enorme Power in ihrer Vorhand damals schon. Ich fragte mich, wer ist das denn? Ich hätte noch nie von ihr gehört. Aber mir war klar, da würde was ganz Großes auf die Tour. Noch nicht. Matchball für Steffi Graf. Aber jetzt ist es soweit, deutlich im Aus, die Vorhand von Gabriela Sabatini. Steffi steht vor ihrem insgesamt 30. Matchgewinn gegen die Argentinierin, wenngleich man dieses Showmatch natürlich nicht vergleichen sollte mit den Matches auf der WTA Tour damals. Ja, noch einmal muss Steffi ganz schön laufen, um hier den Punkt zu machen. Und jetzt hat sie das Match für sich letztlich entschieden. Es war eine wirklich unterhaltsame Partie, die hier den Zuschauern geboten wurde in der Max-Schmeling-Halle zu Berlin. Ich hoffe, Sie zu Hause, meine Damen und Herren, hatten auch ihren Spaß. Und die beiden Kontrahentinnen bedanken sich für die tolle Stimmung hier bei den rund 8000 Zuschauern. Ja, mich hat sie ein bisschen überrascht, die Gabriela Sabatini im positiven Sinn. Hier sehen wir links ihren Manager, wie fit sie doch noch ist. Und wie technisch versiert ihr Spiel auch heute noch von ihr präsentiert wird. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. So, da unten am Spielausgang herrscht natürlich im Moment ein ziemliches Gedränge von Fotografen und ich denke mal auch vielen Tennisfans, die Autogramme haben wollen.
Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und ich hoffe, dass mein Kollege Sascha Wandermann dann die beiden Damen